Hallo zusammen! In unserer heutigen Phantom-Folge schauen wir uns mal die Import- und Export-Funktion der einzelnen Szenen an. Mit dem Update auf 1.6 ist diese Funktion jetzt neu hinzugekommen. Und interessant für alle, die ihre erstellten Szenen vielleicht mal tauschen möchten. Vielleicht gibt es in Zukunft ja von irgendjemandem mal eine Plattform, wo die Phantom-Nutzer einfach mal ihre selbst erstellten Szenen zum Tausch anbieten können. Oder auch einfach nur, um seine eigenen Szenen auf dem USB-Stick zu speichern und gegebenenfalls in ein Zweitgerät wieder reinzuladen. Starten wir zunächst wieder mit dem USB-Stick. Der sollte natürlich wie immer am Phantom einmal initialisiert worden sein. Den stecken wir wieder in den USB-Memory-Port auf der Rückseite. Ich habe jetzt einfach mal hier die Szene A029 Fanfare ausgesucht. Diese einzelne Szene möchte ich jetzt mal exportieren. Dafür gehen wir ins Menü, in den Bereich Utility und sagen jetzt Export, Export Scene. Jetzt sehen wir hier schon, das sind jetzt alle Szenen, die wir auch normal im Gerät drin haben. Ich wähle jetzt hier allerdings nur mal einzeln die A029 aus. Über Clear All kann man hier alle gleichzeitig deaktivieren, beziehungsweise über Select All werden alle aktiviert. Wir können das ja mal kurz machen. Aber ich bleibe jetzt erstmal nur bei der einen und sage jetzt Next. Ich gehe jetzt mal hier auf Rename, sage alles löschen und nenne diese Szene jetzt einfach mal Test. Na. Sage OK. Und einmal Execute. Wir werden nochmal gefragt. Bestätigen nochmal mit OK. Jetzt sind wir automatisch wieder in dem Menü drin. Das heißt, die Szene sollte jetzt auf dem USB-Stick gespeichert sein. Gehen wir mal auf Exit. Um jetzt wieder eine Szene in den Phantom zu importieren, gehen wir natürlich auf Import. Sagen Import Scene. Jetzt sehen wir hier auch wieder unsere Testszene. Und hier die kleinen Nummern an der Seite, die 1 steht jetzt dafür, dass wir da nur eine Szene reinkopiert haben. Wir hätten ja vorhin auch ein paar mehr auswählen können. Ich gehe jetzt mal hier auf Select. Hier sehen wir jetzt die Szene, die wir vorhin ausgewählt haben. Wir sehen, die ist auch angemarkert. Sagen also Next. Und suchen uns jetzt hier mal eine leere Bank aus. Er sagt jetzt hier zum Beispiel C21. Ich kann aber jetzt auch sagen, nee, ich möchte die aber gerne auf C30 haben, wählen wir einfach an und sagen Execute. Wir werden nochmal gefragt, bestätigen mit OK. Somit sind wir wieder im Import-Menü gelandet. Wir können jetzt mal auf Exit drücken und schauen jetzt mal, ob er uns die Szene da auch hingespeichert hat. C30, da haben wir sie doch schon. Schauen wir nochmal. So, das war mal kurz und knackig erklärt, wie man Szenen importiert und exportiert. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Tauschen und bis zum nächsten Mal.